Jede Woche neu. Der Inside Handy News Flash. Trends, Tests, Tarife. Inside Handy. Einfach wissen. Dem iPhone-Giganten Apple rückt die Konkurrenz immer dichter auf den Pelz. Nokia schickt eine neue Synchronisationssoftware ins Rennen, die iTunes in nichts mehr nachstehen soll. Und auch Googles Betriebssystem Android bläst gehörig zum Angriff. Zwar gibt es hier ein paar Probleme mit dem SMS-Versand, dafür holt aber der Android-App-Market kräftig auf. Um das und vieles mehr geht's in unserem neuen Inside-Handy-Newsflash. Ich bin Björn Klüsener. Hallo. Nokia synchronisiert jetzt schneller. Nokia hat eine neue Version der Synchronisationssoftware OviSuite veröffentlicht. OviSuite 3.0 kommt mit einer überarbeiteten Startseite und neuen Diensten, darunter Ovi Music, ein Musikdienst aller iTunes. Die Entwickler der OviSuite versprechen zudem einen schnelleren Zugriff auf die Smartphone-Inhalte sowie schnellere Synchronisation. Auf der Startseite der OviSuite finden Nutzer jetzt App- und Musikempfehlungen aus dem Ovi Store bzw. aus Ovi Music. Musikdateien lassen sich außerdem per Drag-and-Drop auf das Handy übertragen. Nokia hat darüber hinaus den Kartendienst Ovi Maps überarbeitet. So lassen sich nun Karten über die OviSuite kostenlos aufs Handy herunterladen und unterwegs zuverlässiger offline nutzen. iPhone-Wecker hat verschlafen. Viele iPhone-Besitzer haben am ersten Tag des neuen Jahres vermutlich länger geschlafen als geplant. Bei der Weckfunktion des Apple-Smartphones hatte sich ein bislang ungeklärter Fehler eingeschlichen. Der Bug betraf iPhones mit der Betriebssystemversion iOS 4, bei denen der User einen einmaligen Alarm für den 1. Januar 2011 eingestellt hatte. Schon im November hatte das Apple Phone ein Problem mit dem Alarm. Bei der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit stellte sich die Uhr des iPhones zwar automatisch um, die Uhr des Weckers jedoch nicht. So sahen die iPhone-Besitzer auf dem Display die korrekte Uhrzeit, der Wecker klingelte aber eine Stunde zu spät. Android hat ein SMS-Problem. Bereits seit längerer Zeit wird in diversen Foren und Technikportalen über die Probleme beim Versand von Kurznachrichten berichtet. Googles mobiles Betriebssystem hat demnach einen SMS-Bug, der Nachrichten an falsche oder gar nicht existierende Kontakte versendet. Der Suchmaschinenanbieter arbeitet an der Beseitigung des Fehlers und hat sogar die Prioritätsstufe von Medium auf Critical angehoben. Ein Update gibt es aber noch nicht. Zudem berichten Android-Nutzer über Probleme mit mehreren SMS-Konversationen, die nebeneinander geführt werden. Der Fehler ist ab Version 2.1 auf unterschiedlichen Smartphones mit Android aufgetaucht. Auch in der Froyo-Variante soll das Problem weiterhin für Aufregung sorgen. Google plant digitalen Kiosk für Android. Google will einen digitalen Zeitungsstand für sein mobiles Betriebssystem Android einrichten und befindet sich darüber schon in Verhandlungen mit mehreren großen Verlagshäusern. Damit will Google seine Konkurrenz zu seinem Konkurrenten Apple ausbauen, der über den iTunes Store bereits elektronische Ausgaben mehrerer Zeitschriften für iPhone und iPad vertreibt. Außerdem hat Google den Verlagen in Aussicht gestellt, weniger als die üblicherweise von Apple verlangten 30% des Verkaufspreises der Publikationen einbehalten zu wollen. Darüber hinaus sollen Nutzerdaten zu Marketingzwecken an die Verleger weitergegeben werden. Ob und wann der digitale Google-Kiosk tatsächlich Realität wird, ist noch unklar. Google wollte sich bislang nicht zu den neuen Plänen äußern. Samsung will bis 2014 größter Handyhersteller werden. Samsung hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Der südkoreanische Elektronikhersteller will das finnische Unternehmen Nokia bis zum Jahr 2014 als die Nummer 1 auf dem weltweiten Handymarkt ablösen. Dazu beitragen soll unter anderem ein stärkeres Engagement in Brasilien, China, Indien und Vietnam. Insbesondere will das Unternehmen verstärkt auf den Verkauf hochwertiger Smartphones und Einsteigerhandys setzen. In der Mobilfunksparte konnte der südkoreanische Handyhersteller mit seinen Smartphones bereits auf die Konkurrenten Apple und Research in Motion aufholen. Der Absatz von Handys stieg nach Angaben von Samsung im dritten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahr um 19% auf 71,4 Millionen Stück. Android Market jagt Apples App Store. Der Android Market hat die Zahl seiner Apps innerhalb von 2 Monaten verdoppelt.
Derzeit zählt der Applikations-Store von Google 200.000 solcher Mini-Programme. Erst im Oktober hatte der Android Market die Marke von 100.000 Apps geknackt. Damit ist Google seinem größten Konkurrenten immer mehr auf den Fersen. In Apples App Store sind momentan 300.000 Applikationen verfügbar. Google hat die aktuellen Zahlen bislang noch nicht offiziell bestätigt. Es wäre zudem möglich, dass auch inaktive Apps mitgezählt worden sind. Seit Oktober 2008 wurden außerdem mehr als 2,5 Milliarden Android-Apps heruntergeladen. Im Android-Market sind 2/3 der Apps kostenlos. Im App Store von Apple hingegen müssen Nutzer für die meisten Downloads zahlen. 500 Millionen verkaufte Smartphones im neuen Jahr. Eine explosionsartige Verbreitung des Android-Betriebssystems in 2011 prophezeit das US-Wirtschaftsmagazin Fortune. Das Blatt rechnet damit, dass nächstes Jahr über 500 Millionen Smartphones verkauft werden könnten, etwa doppelt so viele wie noch in diesem Jahr. Googles Betriebssystem soll dabei am meisten von diesem Smartphone-Boom profitieren. Der Grund hierfür liegt laut Fortune im durchschnittlich günstigeren Preis von Android-Smartphones im Vergleich zu Smartphones mit anderen Betriebssystemen. Daher soll vor allem in Schwellenländern der Verkauf von Android-Smartphones in 2011 kräftig anziehen. Das war der Inside Handy News Flash. Woche für Woche die neuesten Trends, Tests und Tarife. InsideHandy.de. Einfach wissen.